Hallo, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enderal. Ich habe jetzt gut 2 Wochen nicht mehr gespielt, was aufgrund von Uni, Klausur, Arbeiten, Ähnliches und so weiter herkam. Ich habe in der Zwischenzeit zwar noch andere Spiele gespielt, aber ich habe nicht aufgenommen. Und habe die 60 FPS Sachen gerendert und habe gemerkt, boah, scheiße, das Ding ist fucking groß. Und ich weiß nicht, wie ich die hochpumpen soll. Also 6 GB für Viertelstunde sind schon nicht ohne. Muss ich leider sagen. Aber egal. Wir müssen jetzt zum Myradenturm ins hintere Herzland. Und ich merke gerade, dass meine Kopfhörer ziemlich laut sind. So, Myradenturm. So, jetzt geht's wieder. Ja, in der Zwischenzeit, die letzten Folgen waren ja auch scheiße, weil ich gemerkt habe, dass ich... Hallo? Okay, ist es nicht so? Ich habe gemerkt, dass, mein schöner Ton sich auf eine Videospur gelegt hat, was ich, ziemlich scheiße fand. Und, ja, deswegen musstet ihr mit schlechter Qualität vorlieb nehmen. Mal fast zum Gruß. Ist leider so, aber wird sich jetzt diese Woche ändern. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Hoffe ich zumindest. Warte mal. Sieht gut aus. Gut, ich möchte... Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Ich möchte ins hintere Herzland. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Hintere Herzland. 25 Groschen. Kann man machen. Lohnt sich. 25 Groschen für ein paar MB weniger hochladen. Sind sie. Da, die Frau, die Hexe, ne? Da seid ihr ja, sehr schön. Hier, ich habe uns noch eine Karte besorgt. Seht ihr das? Wir sind hier und dort hinten ist die Ruine, Alt-Dothulgrad. Also geht voran, ich folge euch. Gut, gut. Karte aktualisiert. Ja. Zeig mir die Karte und zeig mir, wo ich hin muss. Alt-Dothulgrad. Na? Da müssen wir hin. Gut. Ah ja, stimmt. Ich muss nur meine Kräfte umändern. Ich habe hier übrigens, was ich gerade gesehen habe, jede Menge Boni und dummerweise einen Mali. Aber das passt schon. So, Dimensionsriss. Würde ich mal ausprobieren. Dann, was ich auch noch mal ausprobieren möchte, ist mein Schwarzbär. Und dann hätte ich gerne so eine komische Axt. Wo war die? Es gab irgendwo eine Axt, die ich beschwören konnte. Da. Mystische Schlachtaxt. Schwert. Also mal das Schwert. Okay. Die Schlachtakt ist nicht wirklich geil. Ich nehme mir wieder was anderes. Und zwar meinen Geliebten. Wo ist meine Entladung? Ne? Da ist in der Funke. Das Ding. Ist geiler. Achso, das ist mein Bär da hinten, der die Geräusche macht. Ich dachte schon. Ne, ich habe in der Zwischenzeit ein Spiel angefangen und das ist Dragon's... Wow!
wollte den doch eigentlich... Ist das nicht... Ja, das ist es. Meister Tyras, mein Ziehvater, war halb kyranisch. Manche Wörter sind hängen geblieben. Ah, okay. Ja. Boah, wie lange ich das Spiel nicht mehr gespielt habe, das ist unglaublich. Und dass ich jetzt mal eben in der letzten... Ja, am letzten Wochenende oder in diesem Wochenende 15 Stunden Dragon's Dogma gespielt habe. Ist noch ein bisschen heftiger. So, was wollte ich eigentlich machen gerade? Ich wollte, ich habe die falsche Magie genommen. Oder? Dimensionsriss. Nein. Das Ding ist richtig. Ja, okay, egal. Aber es ist noch mal ein bisschen mehr Sachen aufrüsten, Werte vergleichen und so weiter als hier. Und deshalb würde ich es zwar einmal anspielen kurz, aber nicht wirklich durchspielen. Denn ich glaube, das ist noch im... Nicht der richtige Weg. Beeilt euch einfach. Ich warte hier so lange. Den ja gar nicht besiegen. Fokus, Kalia. Fokus. Das ist, ne, das ist nicht Gutes. Das Ding benutze ich nicht, da benutze ich lieber Fokus. Ach! Ich möchte nicht die Kommandozeile öffnen. Da hinten, das dürfte es sein. Das hier. Alt Dungrad. Ah, Ausgrabungsstätte. Gut, da mussten wir irgendwie hin, um ein Artefakt, glaube ich, zu bergen. Kommt, gehen wir weiter. Ja. Machen wir. Wow, hallo meine Lieben. Ihr seid nicht besonders nett. Hey, hört auf. Auf Leben Verlebensenergie. Stirb verdammt nochmal. Ja, kommt her. Nein. Ah, mein Bär, ne? Ich würde sagen, ich tausche den Bär mal aus. Ja, und ich muss ja noch essen. Stimmt ja. Boah, ist alles so. Ne, ich muss ja gar nicht essen. Ich bin ja gerade eben voll gewesen.
Das ist... Okay, hier kann man einfach nicht hoch. Aber... ist eine verdammte Truhe. Und Einzelteile und die Rolle der Seelenpfeile nehme ich natürlich mit. So. Und jetzt geht es hier runter. So, und hier... nein, nehme ich einfach mal... Das auf links und rechts. So. Denn hier nützt der Bär mir über... auf... Hier ist es wirklich gut, auf reine Kraft zu gehen. Das waren alle. Bam. Boah, die Blitze sind geil. Stechpalme. Ein Distel. Sonst gibt's hier nicht mehr. Okay. Dann gehen wir weiter. Mein Handy vibriert. Na? Was haben wir denn hier schön? Nichts, was man nehmen könnte. Oder? Ja. Hallo? Ah, guck mal einer an, hier vorne ist ein Schalter, den man betätigen kann. Wäre ganz gut, wenn man den auch betätigen würde, ne? So, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Hallo, lass mich doch hier raus. Ab hier runter. Dann rettet ihn eben. Beim Arsch des Propheten, da geht man ein paar Stunden weg und dann das hier. Das ist doch nicht zu fassen. Aber es waren einfach zu viele. Woher hätten wir das denn wissen sollen? Wir haben... Ihr habt versagt, das habt ihr. Drei unserer Leute sind tot und der Eingang ist versperrt. Scheiße ist das doch, verdammte Scheiße! Lasst mich alleine, ich muss nachdenken. Hm, das klingt ungut. Ihr, von allen Menschen dieses beschissenen Landes hätte ich euch am wenigsten erwartet. Ey! Na dann Glückwunsch! Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es einen weiterbringen soll, sich den Schädel mit irgendwelchen Drogar zuzudröhnen. Nachtschattenelixier ist nicht irgendeine Drogar, sondern eines, das den Geist in einen einzigartigen Zustand versetzt und dessen Rezeptur nur der Orden kennt. Vielleicht solltet ihr das wissen, bevor ihr über unsere Traditionen urteilt. Na, jetzt weiß ich es. Und wer seid ihr bitteschön? Kalia Sakharisch, Hüterin des ersten Siegels. Ich bin gemeinsam mit der, die ihr als Prophetin bezeichnet, zur Hüterin erhoben. Sakharisch? Ihr seid das Mädchen aus dem Dorf? Vielleicht. Wieso? Habt ihr von mir gehört? Naja, es gibt ein paar interessante Gerüchte, die euch da umgeben. Sagen wir es so. Aber mir soll's egal sein. Ihr beide seid auf jeden Fall fähiger als diese Tölpel von der Arkagarde. Eigentlich kommt ihr wie gelegen. Ihr werdet überrascht sein. Aber ich sehe mich gerade wieder mit fast derselben Situation wie in Aldra Shengrad konfrontiert. Ich scheine solche Scheiße wirklich anzuziehen. Das tust du, meine Liebe. Passt. Diesmal waren es Banditen. Sie sind vor kaum 2 Stunden hier hereingestürmt und haben uns vollkommen überrümpelt, wie blutige Anfänger. Tja, das ist ja das Problem. Seht ihr den Gang hier links? Der führt runter in die Ruine. Und was machen diese Mistkerle? Sie rennen geradewegs hinein und schaffen es auch noch irgendwie, einen Fallmechanismus zu aktivieren, der den Gang hermetisch abriegelt. Jeder, der der Pforte jetzt so nahe kommt, wird gegrillt. Und nun können weder wir runter noch sie hinauf. Hm. Ich schätze, diese Maschine von Antialsprach befindet sich in unteren Gilden. Okay.
Nein, sie trugen keine Uniform und außerdem wirkten sie unorganisiert und verängstigt. So als würden sie vor etwas wegrennen. Ich glaube, dass dieser Überfall nicht geplant war. Vermutlich dachten sie, die Ruine sei leer. Okay. Zumindest deutet alles darauf hin. Das macht die Situation ja auch so ärgerlich. Wären hier unten nur Knochen und Gebeine, könnten wir einfach abziehen. Ja, okay. Ich bin gleich wieder da. Mal wieder.